Mein lieber Gustav, der Hofnarr wird dich auf andere Gedanken bringen. Der Hofnarr soll kommen. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Herr König. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich grüße auch meine Königin. Ich habe gehört, ihr habt schlechte Laune. Das tut mir aber leid. Ich werde versuchen, euch ein wenig aufzuheitern. Hört, hört, ich habe einen königlichen Witz mitgebracht. Bernadette, ruft Gräfin Eugenie. Du musst dir noch die Hände waschen. Du hast gleich Klavierunterricht. Da antwortet Bernadette, nicht nötig. Ich spiele heute nur auf den schwarzen Tasten. Ist das nicht komisch? Ihr seht noch immer so traurig aus. Einen Witz habe ich noch. Ritter Artus geht zum Friseur. Kommt wieder raus, ist sein Pony weg. Ist der nicht komisch? Ach, ihr seht noch immer traurig aus. Einen letzten habe ich noch. Fürstin Cecilie verspricht ihrer kleinen Enkelin. Und zu Ostern, mein liebes Christinchen, darfst du dir ein Buch von mir wünschen. Oh fein, dann wünsche ich mir dein Sparbuch. Ist der nicht komisch? Ach, das ist ja zum Weinen. Er soll gehen. Mein lieber König, ich habe mein Bestes getan. Mir tut's unendlich leid. Mein Sohn, du musst etwas unternehmen. Deinem Vater geht es schlecht. Wie kann er in diesem Zustand sein Volk regieren? Ja, Mutter, gerne. Aber was kann ich tun, damit es ihm wieder besser geht? Was du dagegen tun kannst? Heiraten, mein Sohn, endlich heiraten und Kinder kriegen. Kleine Prinzchen, die hier im Palast herumrennen und auf meinen königlichen Schoß sitzen. Ich wäre so gerne endlich Großvater.